Herzlich willkommen bei React To. Ich bin genauso gespannt, worüber wir gleich reden werden wie ihr. Und jetzt hätte ich gern mein Thema. Dein Thema ist Aussie-Bashing. Oh ja. Oh, oh ja. Das Motto der Einheitsfeierlichkeiten ist in diesem Jahr Mut verbindet. Das ist das offizielle Motto in Kiel. Wäre die ganze Sache in Chemnitz, würde es wahrscheinlich heißen Wut verbindet. Ich sehe sowas ja nicht zum ersten Mal, gerade im Kabarett. Haben die Leute mal sich überlegt, dass es sowas auch sich selbst erfüllende Prophezeiungen auslöst? Wenn ich immer wieder sage, Ort XY steht für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, wie wahrscheinlich ist es, dass Menschen aus anderen Kulturkreisen sich da ansiedeln wollen? Wie verändert das eine Stadt, wenn immer wieder sowas über sie gesagt wird? Das ist unverantwortlich. Man müsste betonen, dass Chemnitz für Wir sind mehr stand, für ein ganz tolles Konzert gegen Rassismus, wo zigtausende Leute hingegangen sind. Die engagierte Menschenmenge und die Euphorie mitreißend. Nicht nur für die Jüngsten. Und das wäre doch mal eine schöne Art, das zu betonen und auch das mal wertzuschätzen, wie viele Ossis sich gegen dieses Image stützen. Wir könnten da wirklich mehr Unterstützung gebrauchen. Lassen Sie mich zunächst pantomimisch darstellen, wie sehr mich der Programmentwurf der SPD inhaltlich überzeugt. Ist klar geworden, ist klar geworden, ist rübergekommen. Vielen Dank. Erde an SPD, die Wahl ist schon vergeigt. Na, da muss ich mir doch nur 3 Sekunden das Gesicht vom Stegner angucken, da weiß ich Bescheid. Das ist für die SPD in Nordrhein-Westfalen ein historisch schlechtes Ergebnis. Ich glaube, wir können noch gewinnen mit unserer positiven Ausstrahlung. Nein, könnt ihr nicht. Punkt. Das war nicht lustig. Am schwersten ist es immer, sich darüber aufzuregen, wenn es wirklich, wirklich lustig ist. Aber auch wenn es wirklich, wirklich lustig ist, muss ich hier an ein paar Sachen einfach schimpfen. Ja, zum einen mal. Es ist nicht besonders nett, wenn jemand, der nicht aus dem Osten kommt und nicht wirklich sächsisch redet und als Sächsin höre ich den Unterschied, wenn so jemand dann einen sächsischen Dialekt nachmacht, damit kommt man sich einfach vor, als ob einen jemand ja nachäfft, als ob sich jemand über einen lustig macht. Und wenn man das jetzt mal mit der zum Beispiel der Herkunft aus einem anderen Land vergleicht, dann würde man sich doch auch nicht darüber lustig machen, dass jemand noch einen Akzent hat zum Beispiel. Es hat trotzdem so einen negativen Unterton und man schämt sich dann so ein bisschen. Und auch dieses, dass Ostdeutschland immer verbunden wird mit dem sächsischen Akzent. Der allergeringste Teil aller Ostdeutschen redet sächsisch. Die meisten Ostdeutschen reden zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern reden sie ein perfektes Hochdeutsch. Wisst ihr, wie denen das auf die Nerven geht, wenn die Leute Ostdeutscher sagen und dann versuchen, einen sächsischen Akzent nachzumachen? Das wird der Vielfalt des Ostens nicht gerecht. Aber wenn man den Oster dann doch zufällig irgendwie mal wahrnimmt, dann kommt immer das Gleiche. Schreckliche Klamotten, furchtbare Frisuren. Also bitte. Ich meine, das ist doch absolut pfiffig. Ja. Ne? Und ständig wird man immer Jammer-Ossi, Jammer-Ossi. Ich meine, ich jammer überhaupt nicht rum. Keiner jammert im Osten rum. Entschuldige, nach meiner Erfahrung gibt's aber schon... Siehst du, jetzt sag ich, wer ist schon wieder unterbrochen, ey? Olaf Schubert for President. Olaf Schubert ist ja wirklich aus Dresden. Ich bin ihm sogar schon ein paar Mal begegnet. Und ich finde, was er hier sehr schön macht, er karikiert die ganzen Klischees so ein bisschen, macht damit so ein bisschen drauf aufmerksam, ne, Leute, das ist eine Kunstfigur. Wir sind nicht so, aber das macht er eben humorvoll und ich glaube, das ist auch die beste Art, das zu machen. Auch in der Strickgruppe, die sich hier einmal die Woche trifft, stößt schon der Begriff Ossis sofort auf Irritationen und heftige Reaktionen. Das ist eine Diffamierung. Diffamierung? Ja. Okay. So sehe ich das. Warum fühlen Sie sich dann diffamiert? Ja, weil wir auch gearbeitet haben und wir haben nicht leicht gearbeitet, wir haben es schwerer gehabt. Ja. So, und wenn wir jetzt auf die Wessis, den Begriff, ich hasse den, zugehen und sagen, ja, wir haben ja auch schließlich gearbeitet und haben auch Kinder großgezogen, wir haben auch ein Haus gebaut oder, ja. Naja, was habt ihr denn dafür bezahlt? Das hat man euch ja schließlich alles so gut wie geschenkt. Mhm. Ja, müssen wir uns auch anhören. Nee, ich zahle heute noch an mein Haus ab. Mhm. Ja, also, so ist das nicht. Dieses Deformieren, das macht mich traurig. Das muss nach so vielen Jahren nicht mehr sein. Ich denke mir auch, wenn man mich mit dem Begriff Ossi beleidigt, dass ich den Wessi damit auch beleidige. Mhm. Oder ist er darüber erhaben und dann macht das nichts aus? Ja, das war ein ganz eindringliches Beispiel dafür, wie der Unterschied ist.
Ich kann mir nämlich wirklich vorstellen, Wessi ist für einen Wessi keine Beleidigung, weil es ja für den Stärkeren steht. Ja? Also Wessi zu sein, das ist ja was Gutes gewesen. Man hatte mehr, man hat mit diesem Wirtschaftssystem mehr Erfahrung, man kennt sich besser aus. Alles das hat man am Anfang damit verbunden. Das sind alles gute Sachen. Und das ist ungefähr so ein bisschen vergleichbar, versteht mich nicht falsch, aber es hat so ein bisschen was davon, wenn man sagt, ja, aber die nennen uns doch auch Allmann oder Kartoffel und sind wir da beleidigt? Nein, wir sind davon nicht beleidigt, weil Deutscher zu sein nun mal was, im Vergleich zu einem Ausländer ist das nun mal was, ja, was sehr Privilegiertes. Und deswegen sieht man es andersrum vielleicht nicht als Beleidigung. Überhaupt dieser Begriff des Jammer-Ossis, das ist eigentlich ganz schön perfide. Man muss sich ja überlegen, wie die Wende abgelaufen ist, war im Wesentlichen die Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, die hat sozusagen für den Osten mitentschieden. Und wie die Wende, und dabei sind richtig große Fehler gemacht worden. Zum Beispiel ist die Währung viel zu schnell angeglichen worden. Und das hat zu einer extremen Massenarbeitslosigkeit geführt. Ein Viertel aller Beschäftigten ist übernommen worden in den Betrieben, wo sie vorher gearbeitet haben. Ein Viertel. Drei Viertel der Beschäftigten sind arbeitslos geworden, mussten sich selbstständig machen oder mussten in den Westen gehen. Und wenn die Leute dann ihr Schicksal sozusagen mit jemandem teilen wollen, dann werden sie Jammer-Ossi genannt. Wie uncool. Der AfD-Wähler, der will doch einen autoritären Staat, ja? Kann er haben. Wer hat's erfunden? Jedenfalls nicht Bernd Höcke, dieser kleine rechte Stricher. Nein! Ja, wir haben nicht nur keine Ausländer reingelassen, wir haben auch keine Inländer rausgelassen. Ja? Okay, reden wir über den Elefanten im Raum. Reden wir über die Wahl der AfD im Osten. Ich habe dazu schon mal ein eigenes Video gemacht. Das findet ihr hier oben auf dem i. Ich würde gern eine Sache dazu sagen. Ich sage nicht, dass es alle sind, aber ein großer Teil der Ostdeutschen wählt die AfD, weil das die erste Möglichkeit war, den anderen Deutschen, ja, also den Westdeutschen, mal auf eine machtvolle Art und Weise zu zeigen, wie sauer man ist. Wenn man vorher gesagt hat, was einen so alles stört, dann war man ja der Jammer-Ossi. Aber AfD zu wählen, das macht den Westdeutschen Angst. Ja, da hat man auf einmal Sendezeit im Fernsehen. Da wird auf einmal darüber gesprochen, dass die Unterschiede in Ost und West ja anders sind. Also aus der ostdeutschen Sicht, für jemanden, der aus Protest die AfD wählt, für den gilt, AfD wirkt. Denn es ist doch eigentlich traurig, dass erst die AfD kommen musste, damit wir uns mal intensiv damit beschäftigen, was im Osten noch anders ist als im Westen. An den Unterschieden. Ja, man hat sich ausgetauscht. Bei uns im Westen heißt das Hähnchen. Ach, interessant, bei uns im Osten heißt das Broiler. Ist ja lustig. Ja, wir sagen Hamburger, wir sagen Grilletta. Ach, ist ja lustig. Bei uns im Westen heißt das Schuhkarton, bei uns im Osten Auto. Oh, ist ja spannend, oder? Und was, ja, dieser Austausch, der über den hier gesprochen wird, hat der wirklich stattgefunden? Haben wir uns ausgetauscht? Wenn wir jetzt zum Beispiel mal angucken, wer ist denn nach der Wende wohin gereist? Wer musste denn umziehen, um einen neuen Job zu bekommen? Wer musste sich denn anpassen? Ja, das waren die Ostdeutschen. Von daher, dieser Austausch auf Augenhöhe, das wäre wahnsinnig schön gewesen, aber ich weiß auch von ganz vielen Älteren, dass sie das gerade kurz nach der Wende überhaupt gar nicht so empfunden haben. Und ich glaube, aus dieser Zeit kommt auch noch dieses alte, so, na, dieser Besser-Wessi, oder das ist auch so ein bisschen verletzter Stolz, dass man da so ein bisschen sich belächelt gefühlt hat. Und ja, das ist natürlich, für den einen ist es lustig, aber ich kenne auch viele Leute im Osten, für die ist es nicht so lustig. Ja, ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel geschimpft. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste React-To mit euch. Bis dahin wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.